Stefan, ich bin ganz gespannt auf deinen Vortrag. Die Aufzeichnung läuft. Wenn es soweit keine Fragen gibt, wer nicht unbedingt was sagen möchte, kann sich gerne muten. Ich würde mich auch muten, würde mich ein bisschen zurücknehmen und bin ganz gespannt auf deinen Vortrag zum Thema OpenStreetMaps in Kombination mit Wikimedia Commons. Ja, danke vielmals, Markus. Das ist ja erstaunlich. Ich hätte niemals mit so vielen gerechnet. Und beim letzten Business Lunch waren es 10-mal weniger in einer kleineren Runde am Tisch. Und ich mache mich jetzt zum Präsentator. Ist das gut? Und möchte etwas zu diesem Thema sagen. In dieser unruhigen Zeit. Und die Struktur ist, das Zeichen vorhin war OpenStreetMap, und da muss ich sagen, da bin ich eben auch noch im Vorstand engagiert und habe auch immer wieder eben Vorträge gemacht, OpenStreetMap in der Schule, OpenStreetMap eben mit Wikipedia zusammen. Und jetzt OpenStreetMap im Einsatz bei den Behörden. Und ich habe nun keine Ahnung, wer da alles noch mithört. Ich sehe Diego Hettensch wieder. Mit ihm zusammen habe ich eben diesen Vortrag vorletztes Mal gemacht, OpenStreetMap und Wikipedia. Und ich weiß auch, dass einige jetzt Geografen dabei sind. Ich sehe Leute aus der Postgres-Szene und Unbekannte. Ich möchte kurz wissen, woher sie kommen beziehungsweise was sie wissen. Und zwar versuche ich jetzt eine Umfrage zu erstellen. Mal schauen, eine Umfrage. Ich dachte, ich könne die Umfrage definieren. Moment mal. Es kommt immer noch die Kapitel als Umfrageergebnisse, aber ich bin überzeugt, ich kann doch das selber machen. Mal schauen, ob das mit der anderen Folie nicht so geht. Umfrage starten. Ich hätte schwören können, dass ich spontan eine Umfrage starten kann. Das müsste auch gehen, ja? Soll ich mal ganz kurz mitschauen? Aber ich müsste dann zum Präsentator werden. Ja, nimm's dir. Ja. Jetzt bin ich echt sollte es irgendwo Ja. rein. Welche Einträge möchtest du haben? Die hier auf dem Chat. Ja. Kommt sofort. Kannst du mir die Option kurz vorlesen? Ich kann nicht wechseln zwischen den beiden Bereichen. Kenn ich nicht. Die zweite Option ist. Davon gehört. Die dritte Option ist einen Edit schon gemacht und die vierte Option ist recht gut. Und diese Frage stelle ich jetzt dreimal. Jetzt als erstes zu Wikidata. Das zu Wikidata und sollte eigentlich einigermaßen rasch gehen. Ja, vier Leute haben noch nicht abgestimmt, aber ich kann mal veröffentlichen. Dann ist es dann schon gehört. Einer hat einen Edit gemacht, aber zwei recht gut, wenn ich das richtig lese. Und jetzt dieselbe Frage noch für Wikipedia. Sollen wir dafür auf Folie 1 gehen, auf die nächste Folie gehen? Ist das in Ordnung? Wie du willst. Ja, dann haben wir das vielleicht gleich mit dokumentiert. Und zwar Umfrage starten. Okay. Muss kurz die Option wieder definieren. Kann sich nur noch um Sekunden handeln. Dieselben Auswahloptionen, ja?
Genau. Also im Chat steht jetzt, wie gut kennen Sie Wikipedia? Und die Antworten sind immer die gleichen vier. Mhm. Kenne ich nicht, davon gehört. Da steht's. Nee, sehr gut. 25 von 33, 3, 2, 1. Ich schließe die Umfrage. Dann noch einen Edit und dann noch OpenStreetMap. Und dann noch OpenStreetMap. Dann gehe ich wieder zurück zu Folie 1, wenn das okay ist. Dann haben wir die Sachen einmal vielleicht auch in der Aufzeichnung ganz gut drin. Und zwar bin ich hier gleich ein Umfrageexperte. Einen Moment. Installiert in der Umfrage. Okay. 24 von 32. Ich würde in 3, 2, 1 Ergebnis veröffentlichen. So, das war OpenStreetMap. Da waren, ich lese 10. 10 von ein Drittel hat schon davon gehört, dass man das ein 8, also da sieht es recht gut aus. Und das entspricht genau ungefähr meinen Erwartungen. Und damit kann ich jetzt also loslassen. Also jetzt ist die Frage eben, wie das gespeichert wird. Die erste Umfrage war ja Wikidata. Das haben sehr wenige schon gekannt und erst einen Edit gemacht, jemand. Und dann bei Wikipedia, das ist dann die zweite Folie. Ich übernehme wieder und das, ich weiß nicht, ob es dann drauf ist, aber aufgezeichnet ist es ja. Es ist noch drauf. Das war Wikipedia und da gibt es also offenbar einige Wikipedianer, die sich schon getraut haben, einen Edit zu machen. Und oder recht gut Wikipedia kennen. Sehr gut. Also, ich möchte zuerst ganz kurz, aber wirklich kurz OpenStreetMap vorstellen, dann vor allem Wikidata, ein bisschen mehr Zeit dafür, mehr Folien habe ich davor gesehen. Und dann die wichtige Frage, wie sind sie miteinander verlinkt? Und dann, wie habe ich es in der Burgendossierkarte gemacht? Und am Ende dann eben Q&A für den Fall, den ich hoffe, wo Fragen auftauchen. Ich habe nämlich diese Tipps-Seite noch ein bisschen leer gelassen am Schluss. Die zweitletzte Folie sind dann noch Tipps und die letzte eben Q&A. Und damit lasse ich also los. OpenStreetMap, der ist Wikipedia der Landkarte, kann man sagen. Es gibt Unterschiede. Es gibt einen Blogpost vom EBP. Was sind die Unterschiede der beiden? Und OpenStreetMap, das ist eine Datenbank für Geodaten, eines der größten Crowdsourcing-Projekte für Vektor-Geodaten, also muss man sagen, also jetzt im Vergleich zu Satellitenprojekten sind es eben Vektordaten. Es wurde wirklich von Hand erstellt von einer Community, die sich Mapper nennen und hat eine virale Lizenz, eine Share-Alike-Lizenz, die ist tatsächlich so ausgerichtet, also ein bisschen wie GPL, so dass man also Ergänzungen zu den Daten auch wieder freigeben muss. Aber es ist aber eine kommerziell nutzbare Lizenz. Also gerade diese Tage ist eine heiße Phase, wo SwissTopo ihre Going Open vorbereitet. Und da ist eben diese Lizenz ist im Gespräch, aber es ist noch komplett im Fluss, was da rauskommt demnächst. SwissTopo, ja, kennen hoffentlich alle.
Und es ist aber nicht direkt OpenStreetMap vergleichbar mit Google Maps oder SwissTopo. Es konkurriert die beiden eher indirekt über die Nutzer, die sich dann in allenfalls entscheiden, wollen sie OpenStreetMap, SwissTopo oder Google Maps verwenden. Aber das Projekt für sich alleine aus Sicht der Mapper heißt, ist keine direkte Konkurrenz, wenn man so will. Aber letztlich aber doch, wenn man dann die Nutzung davon anschaut. Nun aber, OpenStreetMap wird, das war schon alles zu OpenStreetMap, also etwa von der Größe her mittlerweile 70 bis 100 Beitragende pro Tag, die sich die einen Edit machen in OpenStreetMap auf dem Gebiet der Schweiz. Und das ist doch recht viel. Das sind etwa 6.000, 7.000 Punkte, die pro Tag neu eingetragen werden in diese weltweite Karte. OpenStreetMap wurde nun schon einige Zeit, wird schon einige Zeit in Wikipedia verwendet. Es gibt gute Kontakte zu Wikimedia Schweiz mittlerweile. Und OpenStreetMap-Daten wurden zur Erstellung von Karten verwendet oder werden verwendet, um Wikipedia-Artikel zu illustrieren mit statischen Karten oder statische Karten werden als Bilder in Wikimedia Commons entsprechend hochgeladen. Wikimedia Commons ist ja das Projekt, bei dem es um Media geht, um Fotos und Bilder. OpenStreetMap außerdem Daten betreiben oder füttern den Map-Tile-Service von Wikimedia weltweit, der Foundation, und der nennt sich Kartotherion. Und es gibt erstens und zweitens gibt es eine Erweiterung zu MediaWiki, die sich Kartographen nennt. Das könnte jetzt aber ein Übersetzungsfehler sein. Kartograph, glaube ich, heißt er einfach. Und der wird in fast allen interaktiven Karten in Wikimedia-Projekten genutzt. Klammer auf, ausgerechnet im Deutschen gibt es noch nicht das ganze Potenzial von dieser Erweiterung. Das hängt mit technischen Inkompatibilitäten zusammen, soviel ich weiß, dass es im deutschen Wikipedia, dass diese Kartografenerweiterung im deutschen Wikipedia nicht einfach so eingesetzt werden kann. Im Englischen aber schon. Es gibt also in dem Punkt einen Unterschied zwischen dem deutschen Wikipedia und den anderen Wikipedias, also dem großen englischen zum Beispiel Wikipedia. Also das schon mal sozusagen gelebte Zusammenarbeit im Sinne von Nachnutzung von OpenStreetMap-Daten und ohne Kontrolle von OpenStreetMap, dann das ist okay so. Die Daten werden eben von der Wikimedia Foundation werden genutzt, um Karten herzustellen. Also statische und interaktive Karten. Dann direkt zu Wikidata. Wikidata ist eine CC0 lizenzierte, strukturierte Wissensdatenbank unter dem Dach von Wikimedia, die bereits weit über 60 Millionen Einträge enthält. Rechts habe ich da ein Beispiel beigezogen, das ich manchmal erwähne, jetzt so das Schloss Rapperswil. Und was ich dazu sagen möchte, ist Wikidata hat also nicht dieselbe Lizenz wie OpenStreetMap, sondern ebenso eine Public Domain nahe Lizenz. Und Wikidata wollte man zwei Dinge lösen. Einerseits das Durcheinander der Interwiki-Links bei den verschiedensprachigen Wikipedias und zweitens die Vervielfältigung von Daten in Wikipedia-Infoboxen, sodass man eben nicht für jede Sprache Fakten wie Population des Kantons Zürich oder irgendwelche Dinge wiederholen muss, sondern an einem Ort ablegen kann. Und diese Folien, und das wollte ich vorhin noch unbedingt noch sagen, ab jetzt die nächsten etwa 10 Folien habe ich
mehrheitlich 1:1 übernommen, also den Inhalt von der Quelle, die ich oben angegeben habe im Chat, der Quelle von Herrn Villar und Betz, OpenStreetMap und Wikidata, Awesome Together, ein Vortrag bei der State of the Map, der Konferenz von OpenStreetMap letztes Jahr. Und da habe ich den Link nicht direkt angegeben, sondern eben, dass die Quelle davon ist, also Villar und Betz, die noch viel ausführlicher Wikidata zum Beispiel erklären. Wikidata hat dazu jetzt bewirkt, dass jetzt alle so wichtigen Daten in Wikidata gespeichert werden. Und die Infoboxen beziehen jetzt die Werte aus dieser zentralen Datenbank und schmücken es dann mit den verschiedenen Sprachen der Wikipedias. Wikidata verfügt, ist wahrscheinlich über die größte Sammlung von verknüpften Daten mit anderen, die es überhaupt gibt. Und Wikidata ist über seinen ursprünglichen Zweck weit hinausgewachsen. Es war, glaube ich, ein deutsches Projekt, wenn ich mich nicht täusche. Auch ein deutsches Projekt, also wie vorhin die Kartenprojekte, und ist also weit über diesen oberen Zweck herausgewachsen als Datendrehscheibe, speziell für Glam-Einrichtungen, also für Museen und so weiter. Und das war so nicht vorgesehen. Wikidata hat ein eigenes Datenschema. OpenStreetMap auch. OpenStreetMap hat ja bekanntlich Knoten, Ways, also Geometrie würde man sagen, und Beziehungen sowie Key-Value-Werte, genannt Tags, also Schlüsselwerte und so weiter. Also OpenStreetMap hat ein eigenes Datenmodell, das ich da nur noch kurz nochmal festhalte. Das ist das sogenannte also API-Modell. Wenn man einen Editor anschaut, sieht man das verdeckt mit dem semantischen Modell, wo man eher von Punkten, Linien und Flächen spricht, plus eben Tags als Attribute und dazu noch eben Relationen. Und das ist das Datenmodell von OpenStreetMap. Das ist also übrigens eben nicht dasselbe wie eine gelayerte Datenstruktur in einem Geoinformationssystem mit entsprechenden Folgen, dass man die Daten auch eben aufbereiten muss, wenn man sie analysieren will. Typischerweise sind die meisten OpenStreetMap-Werkzeuge basieren schon mehrheitlich auf diese Grundstruktur, dieses Originalschema Nodes, Ways und Relations, also Knotenwege und Beziehungen plus die Tags. Aber mittlerweile kommen immer mehr weitere Projekte auf und Services, die ich jetzt als semantisch angereichert bezeichnen würde und die auch disorientierter sind. Also eben zum Beispiel Geodaten zum Download sind dann immer mehr auch nutzbar in Geoinformationssystemen. Und darum habe ich auch einleitend geschrieben, OpenStreetMap hat 1001 POIs, also in Wahrheit sind es irgendwie über 2000 unterschiedliche Tags, je nachdem, wie man zählt. Wikidata hingegen hat Einträge, Anweisungen, Eigenschaften und Werte. Die englischen Begriffe kommen gleich noch. Es ist nämlich ein semantisches Netz, aber der feineren Art, wie man es normalerweise von Linked Data her kennt. Also es ist eben eine raffiniertere Datenstruktur als nur diese Triplets. Ich werde es noch kurz sehen. Interessant ist, dass die Diskussionen auf der Chatseite von Wikidata Project, die verlaufen ähnlich ab wie auf der Tag-Liste von OpenStreetMap, also wobei es davon mehrere gibt, also solche Diskussionslisten. Bei OpenStreetMap ist es sogar so, dass jedes Land eine andere Art hat, miteinander zu, also andere Tools braucht, um miteinander zu reden. Also in Deutschland ist es
die Hilfeseite, die Forumseite in der Schweiz ist es die Mailingliste und in Frankreich nochmals was anderes. Also sogar diese Diskussionsseiten sind heterogen bei uns Deepmap. Aber die Probleme sind gemeinsam. Man kämpft mit Ontologiefragen, also mit Folksonomie, also mit Duokratie, so Stichwörter. Also bei OpenStreetMap hat man eine Art inklusives Verhältnis. Man möchte bottom-up zulassen, dass neue Tags entstehen und nicht top-down. Das ist ziemlich vergleichbar. Die Wikidata-Daten sind eben in solche Triplets genannt und Statements vor allem. Diese Triple, diese Resource Description Framework, Triple Subjekt, Prädikat, Objekt, werden in Wikidata Statements genannt. Und was Wikidata dann aber noch weiter hat, ist, dass für jedes dieser drei Triple kann man noch weitere Eigenschaften angeben. Und das macht es eben auch für mich interessanter und auch realistischer, um daraus interessante Abfragen stellen zu können. Also jetzt im Vergleich zu der Linked-Data-Bewegung, die sich auf diese drei, auf dieses Triple so ein bisschen versteift hat. Wikidata ermöglicht also so eine Art Datenbanksicht. Hier so ein Auszug aus der Folie von Villar und Betz. Es wird also gezeigt, hier, wie man Triple hat mit Subjekt, Prädikat und Objekt. Also es gibt einen Titel, es gibt ein Identifier. Das ist das Grundprinzip, dass jedes dieser Triple-Elemente einen Identifier hat einen internationalen, eindeutigen Identifier. Also Subjekt hat einen, Prädikat hat einen und Objekte haben Identifiers. Und dann gibt es den Begriff Property. Also da gibt es da eben pro Property, also pro Subjekt-Property, Prädikat-Property, Objekt-Property, gibt es dann weitere sogenannte Qualifiers. Das klingt ein bisschen jetzt komplizierter, als es ist. Wenn man einen einfachen Eintrag macht, wird man mit dem Editor sehr schön eigentlich unterstützt, was man eintragen kann. Es wird sogar validiert beim Editor von einem Wikidata-Artikel. Wikidata wird abgefragt durch einen Query Service. Der zeigt also nur einen Ausschnitt von den wahren Daten, wenn Sie so wollen. Also ein Ausschnitt, nämlich eingegrenzt auf die Sparkle-Abfragesprache. Und die Sparkle-Abfragesprache kennt eben diese Triple. Da noch einmal Subjekt, Prädikat und Objekt ist eine eigenständige Sprache. Hat zwar auch QL, S und QL im Namen, ist aber meiner Meinung nach vom Ansatz her nochmal ganz anders. Es ist auch zwar auch deklarativ wie SQL, aber vom Ansatz her noch einmal ganz anders gestaltet. Und hat aber den Vorteil, dass man verschiedene Quellen verknüpfen kann, ad hoc, also auch außerhalb dieses sogenannten Endpoints. Und das ist etwas Einzigartiges. Also noch einmal, man kann also innerhalb dieser Query da, kann man dann einfach so andere Endpoints beiziehen, zum Beispiel Daten aus GeoNames oder Daten von SwissTopo. Nun, das Spannendste wahrscheinlich von dem ganzen Teil ist zu verstehen oder mindestens ich versuche es zu erklären, welche Möglichkeiten gibt es, diese Projekte zu verlinken. Und es sind also OpenStreetMap, abgekürzt OSM, Wikipedia, abgekürzt WP, Wikidata, abgekürzt WP und Wikimedia Commons, abgekürzt WMC.
Wikipedia kennen, wie gesagt, die allermeisten. Da gibt es rechts oben eine Koordinate, die eingetragen ist, die dann zu einem Auswahlfenster führt mit einer Kartenvorschau. Und beim Auswahlfenster kann man dann sich entscheiden, auf welchen Kartendienst will man jetzt zugreifen. Und die Koordinaten sind nicht von OpenStreetMap, denn die Lizenz ist unterschiedlich, sondern die sind typischerweise da eben von Hand eingetragen. Es kann sein, dass die nicht immer genau sind, und was man dann merkt, wenn man einen Abgleich macht, um die Projekte zu vervollständigen. Wikipedia hat außerdem die Möglichkeit, eben so interaktive oder statische Kartenausschnitte einzustreuen, nicht so umfangreich, wie gesagt, in wikipedia.de. Dann, für mich am einfachsten zu erklären ist, wie die Verlinkung aus OpenStreetMap geht. Bei OpenStreetMap gibt es die zwei Tags, die Wikipedia heißen und Wikidata. Ich habe also hier, da unten, das ist Schloss Rapperswil, und da unten sieht man vielleicht ganz knapp hier Wikipedia, Eintrag, da oben mit dem Q, ein typischer Wikidata-Eintrag, und zusätzlich noch etwas seltener ein Wikimedia Commons-Eintrag. Und der ist etwas seltener, nicht so systematisch eingetragen wie mittlerweile Wikidata und Wikipedia. Die sind im Editor miteinander, im ID-Editor zumindest verlinkt. Wenn man beim Eintragen eines OpenStreetMap-Objekts eines der beiden einträgt, wird das andere geholt und auch angezeigt und umgekehrt. Außerdem hat es den Effekt, dass sobald man einen Wikidata-Eintrag einträgt, der Titel in der oberen Hälfte das Editorfeld ist ausgegraut, man kann da nicht mehr editieren. Man kann doch noch editieren, wenn man beim ID-Editor nach unten scrollt und die technische Sicht anschaut, da ist es immer noch möglich. Die Idee ist, dass Neulinge nicht einfach Titel überschreiben, die eigentlich schon von Wikipedia oder Wikidata angegeben wurden. Das ist so eine kleiner Hinweis. Bei OpenStreetMap gibt es noch weitere sekundäre Tags, die eben nicht so wichtig sind, beziehungsweise die noch anderweitig genutzt werden, mit dem Doppelpunkt hier Brand, Wikidata, kommt noch darauf zurück. Und da eben, dass es noch Wikimedia Commons gibt, als drittes habe ich schon gesagt. Und das ist jetzt also eine eindeutige Verlinkung von OpenStreetMap, von dem Schloss hier, nach Wikidata und nach Wikipedia. Dann gibt es von OpenStreetMap die weitere Nutzung, nämlich im OpenStreetMap-Wiki, das auch ein Media-Wiki ist, gibt es bei der Dokumentation eines OpenStreetMap-Objekts, gibt es da im roten Pfeil, Sie sehen es bei jeder Wiki-Seite, wiki.osm.org, da gibt es oft noch einen Verweis als weitere Erklärung von dem Konzept Mineneingang, in diesem Fall Eingang einer Mine. Und dann außerdem und umgekehrt gibt es in Wikidata ein Verweis auf einen Tag bei OpenStreetMap. Wie gut die gepflegt sind und wie weit das genutzt wird, weiß ich nicht zurzeit, wie weit das wirklich abgeglichen ist oder gepflegt. Sicher ist, dass man bei OpenStreetMap eben diese Eintragung nicht automatisch machen sollte. Das wurde einmal in Absprache getan, mit einigen Hiccups, wo es dann falsche Einträge generiert hat, also wo falsche Wikidata-Einträge gelandet sind bei OpenStreetMap. Währenddem ich vermute, dass es bei Wikidata möglich ist, mit Bots einen Massen-Upload zu machen, das entzieht sich mir aber meiner Kenntnis. Vielleicht weiß das jemand, wie gut die gepflegt sind, diese Verweise aus Wikidata in die Dokumentation von OpenStreetMap.
Ich habe da immer noch den Key mitgegeben, also von Wikidata, die haben da, die Properties haben so Zahlen bei Wikidata. Und die einzelnen Einträge haben, also P und eine Zahl für Properties und Q und eine Zahl für Statements in Wikidata, Entschuldigung. Dann, ja, also hier zum Beispiel eben so ein Property im Rahmen eines Wikidata Statements. Und zwar, das wichtigste Property ist die Koordinate. Und diese Koordinate sollte eben auch sorgfältig eingetragen sein. Einzeln kann man die von irgendwoher übertragen. Und das ist der, also auch von OpenStreetMap, wenn es nur einzelne sind. Das Wichtigste ist, dass das die von mir und einigen anderen stark präferierte Lösung ist, um aus Wikidata nach OpenStreetMap zu zeigen. Es gibt ein Property, das aber nur erlaubt, Relationen einzutragen, weil bei OpenStreetMap die IDs offiziell nicht stabil sind. Die OpenStreetMap-IDs pro Node, pro Way und pro Relation sind wie offiziell per se nicht stabil, ob schon de facto viele Projekte das so verwenden, aber die müssen wissen, dass das mal ändern könnte. Es gibt Ansätze, wie man stabile OpenStreetMap-IDs machen kann, und der Grund liegt tiefer als nur, dass man zu faul oder zu vorsichtig war bei OpenStreetMap. Der Grund liegt kurz gesagt darin, dass OpenStreetMap so nicht ein offenes, inkrementelles Schema pflegt. Das ist so meine kurze Erklärung. Und somit ist also nur schon ein Schloss erst dann eindeutig, wenn ich die ID kombiniere mit der Version und mit der Tatsache, dass ich mich für die Eigenschaft Schloss interessiere. Es gibt nämlich auch Wasserwerke, die irgendwie Frischwasser dem Schloss liefern. Die betrachten das Schloss unter ganz anderem Aspekt. Das wäre dann also eine andere Entität. Und darum ist es gar nicht so klar, nur wenn man die ID anschaut. Die Relation-ID wurde da eingetragen, weil die noch am stabilsten ist, kurz gesagt. Es ist aber nicht symmetrisch gelöst, weil eben es gibt keine Wikidata-Eigenschaft für Way und keine Wikidata-Eigenschaft für Node. Und warum ich das nicht gerne sehe, ist, weil es das dazu geführt hat, dass Enthusiasten aus Brunnen-Nodes, die eigentlich sehr wohl einen Punkt hätten bleiben können, jetzt auch ein kleiner Brunnen plötzlich als komplizierte Fläche eingetragen haben, damit sie es bei Wikidata eintragen können. Und darum bitte machen Sie das nicht. Das ist Tagging for Wikidata oder so, was nicht erwünscht ist. Also nur weil es diese ID gibt, möchte ich nicht, dass alle Punktobjekte in Flächenobjekte umgewandelt werden, damit man sie bei Wikidata eintragen kann. Die Koordinate genügt, denn die Rückverlinkung ist ja gegeben aus OpenStreetMap nach Wikidata. Also wieso eine beide Richtungen pflegen? Also das ist so meine Message. Das ist mir ganz wichtig, weil das nicht überall so klar dargelegt wird, meiner Meinung nach. So, Wikidata nach Wikipedia habe ich schon angedeutet. Jetzt kann man, ganz, ganz magisch ist, das habe ich selber gemerkt, wenn ein neues Wikipedia-Artikel erfasst wurde, braucht es eine Zeit, nachdem man auch den Wikidata-Artikel dafür erzeugt hat, dass automatisch, so meine Interpretation, der Wikidata-Link erscheint, Links vom Datenobjekt. Also das ist noch ein Punkt, den ich interessant finde und selber noch am Lernen bin. Wenn ich also jetzt zurückgehe und das Schloss anzeige,
Schloss Rapperswil gibt es da in der Gegend den Wikidata-Link. Und ich habe gerade einmal durchgespielt, es wurde ein neuer Wikipedia-Artikel erfasst. Ich habe dazu den Wikidata-Artikel erfasst, Wikidata-Statement, um genau zu sein. Und dann erschien erst nach einem Tag der Wikidata-Artikel, der Wikidata-Link im Wikipedia-Artikel von dem neuen Wikipedia-Artikel. Wofür das war klar, was ich da jetzt gesagt habe. Wikidata erzeugt mehrsprachige Interwikilinks auf der Wikipedia-Seite, also dass man also automatisch das Schloss Rapperswil auch im Englischen und im Polnischen Artikel nachlesen kann, und es erzeugt Infoboxen, habe ich schon gesagt. Der Nutzen von Wikidata und Wikipedia für OpenStreetMap umgekehrt ist, Wikidata liefert Lokalisation, also Übersetzungen von Geonamen, sodass man bitte nicht jeden kleinsten Ort, wie zum Beispiel Hombrechtikon, in alle 200 Sprachen übersetzt. Dann muss man nicht und möchte man bei OpenStreetMap auch nicht, ob schon das technisch möglich ist, name.de, name.russisch und so weiter. Die Lösung ist viel eher, dass man auf Wikidata zurückgreift, bei der solche Übersetzungen eher gang und gäbe sind. Außerdem liefert Wikidata einen sogenannten Name-Suggestion-Index. Wenn man bei OpenStreetMap in Migros eintippt, dann kommt automatisch das Migros-Logo für den Markennamen, um jetzt einen Detailhändler zu nennen. Hätte auch Coop und Lidl oder so etwas sein können. Und außerdem gibt es noch Sofox, ein Sparkle-Endpoint, der gefüttert wurde mit OpenStreetMap-Daten. Und der ist nicht aktuell. Ich glaube, der ist bereits schon einige Monate alt, aber sehr interessant, wie man so also OpenStreetMap-Daten abfragen kann. Und zwar eigentlich ist es, glaube ich, jetzt immer noch nur ein Wikidata-Endpoint, mit dem man dann auf OpenStreetMap verlinken kann in der Abfrage. Also bitte nicht alle Sprachen bei OpenStreetMap eintragen, sondern Wikidata nutzen. Mapbox macht das so, MapTiler, die Schweizer Firma, macht das so für ihre mehrsprachigen Karten. Und es wird noch nur mal zwei zu nennen. Wikipedia seinerseits liefert Statistiken zur Priorisierung von Objekten, und zwar Aufrufstatistiken. Das wissen nicht viele, aber in der Burgendossierkarte nutzen wir das so. Zu unterscheiden können, wenn man rauszoomt, welches sind wichtige Berge, welches sind wichtige Städte. Und in der Annahme, mit der Hypothese, Wikipedia-Artikel zur Habsburg oder zu Schloss Chillon werden häufiger angeklickt als Schloss Rapperswil. Und tatsächlich, das funktioniert nicht schlecht. Aber natürlich nur für die Schlösser und Burgen und Berge, bei denen Wikipedia-Artikel überhaupt existieren. Also, die Unterschiede jetzt OpenStreetMap zu Wikipedia und alle anderen Schwesterprojekte sind, also OpenStreetMap ist kein Wikipedia-Projekt, es ist eigenständig mit Sitz in England, man hat eine Foundation mit ähnlichen, Regularien, ähnlichen Guidelines und User wie Wikimedia Foundation. Die Diskussion geschieht bei OpenStreetMap über Changesets und über sein eigenes Benutzerkonto und nicht auf einer Diskussionsseite wie bei Wikipedia. Bearbeitungen werden überall angezeigt. OpenStreetMap hat keine Admins und keine Super-User-Hierarchie. Es gibt höchstens User, die das technische Know-how haben, mehrere Edits rückgängig zu machen. Und ja, es gibt einzelne User, die also Admins, die, also ich meine, Teilzeit, also freiwillige Admins, die andere Benutzer aussperren können für bestimmte Zeit oder für immer, wenn Vandalismus festgestellt wird. Man muss nicht alles kategorisieren und übersetzen, das habe ich schon gesagt, in Bezug auf die Namen.
Es gibt keine permanenten IDs, jedoch eben Links zu, jedoch einen Vorschlag dazu. Es gibt eine Seite Permanent ID, dann, wo man nachgucken kann, dass es eben schon Vorschläge gibt, die man auch nutzen kann. Es gibt aber Links zu Wikipedia, zu Commons und zu Wikidata, wie schon gesagt. Nun zur Burgendossierkarte. Die Burgendossierkarte, also wer jetzt schon zu früh gedownloadet hat, kann das jetzt noch tun. Es gibt Links, diese neue, wer noch nicht sieht, hat zu früh die Folien heruntergeladen. Ich habe die nochmals aktualisiert. Links unten gibt es einen Download-Link und ich werde die Folien nochmals auch publizieren, wenn das CH Open ermöglicht. Und wie ist jetzt die Burgendossierkarte aufgebaut? Ich habe rechts den Screenshot von dem Schloss Rapperswil. Wenn man danach gesucht hat und auf das Icon hier geklickt hat, sieht man also hier eine Detailansicht. Man sieht einen Kartenhintergrund, den kann man umschalten zwischen zwei OpenStreetMap-Karten, die von der Schweiz zur Verfügung gestellt werden. Und es gibt also ein Burgen-Icon, Schloss- und Burg-Icon, das ist hier das Selektierte. Und ganz, ganz klein sieht man da violett Burgen-Dots, hab ich die genannt. Die sind auch klickbar, sind aber offensichtlich weniger wichtig, gemäß Wikipedia-Aufrufstatistik. Denn sie würden sich überlappen und darum sind sie nicht als Icons dargestellt, aus kartografischen Platzgründen. Und das ist ja sozusagen eben auch das technisch Raffinierte an der ganzen Geschichte, das ich nachher kurz erwähnen möchte. Es gibt weiter eben diesen Detaildialog und wenn man die Seite entsprechend aufruft, wird er gleich mit angezeigt. Also, ich zeige es nachher gleich. Dieser Dialog ist mit einem Titel versehen, der ist eigentlich zweizeilig. Der erste, deine Titel, kommt von OpenStreetMap und der andere von Wikidata. Und es gibt hier ein Bild, das kommt natürlich von Wikimedia Commons. Und dann gibt es der sogenannte Anreistext, der erste Teil aus dem Wikipedia-Artikel. Der steht, bevor der Artikel beginnt. Das kann man so extrahieren aus dem XML-API von Wikipedia. Und dann kommen die Links da unten zu OpenStreetMap, Wiki, Data und Wikipedia. Und dann gibt es da eine ausgewählte Auswahl von Tags, die von OpenStreetMap kommen. Da gibt es noch ein weitere Bilder, falls es verlinkt ist, noch Wikimedia Commons. Das wird noch erkannt. Und da oben kann man diese Seite sharen. Und da oben kann man umstellen von Deutsch auf Französisch, Italienisch und Englisch plus Romansch. Und der Unterschied ist, dass dann ein anderer Wikipedia-Artikeltext genommen wird, wenn einer vorhanden ist. Umgekehrt heißt das, wenn auf Deutsch nichts angezeigt wird in der Romandie, besteht immer noch die Möglichkeit, also kein Wikipedia-Text angezeigt wird, dann besteht immer noch die Möglichkeit, dass in der französischen Wikipedia-Text vorhanden ist. Also es gibt keine automatische Übersetzung wie bei Google, sodass immer irgendetwas steht, sondern dann steht halt hier kein Text vorhanden. Man kann immer noch versuchen, umzuschalten rechts oben. Das ist noch so ein Tipp, wie wir das gelöst haben. Und jetzt aus Zeitgründen gehe ich das nicht zeigen. Sie sehen den Link, können das selber ausprobieren. Was ich hingegen erklären möchte, ist noch was zum technischen Hintergrund. Also bevor ich das zeige, gehe ich noch einmal auf diese Seite. Und zwar, wenn man hier drauf was geladen ist, wenn die Details noch nicht angezeigt werden, das sind pro Ausschnitt maximal 100 Icons,
die man sieht. Und das wird geladen. Ich bin hier reingezoomt, sehe nur das eine Icon und es hat nicht 99 weitere, aber wenn ich rauszoome, wird es pro Ausschnitt, auch aus die ganze Schweiz zum Beispiel oder Kanton Zürich, immer nur 50 bis 100, also maximal 100 richtige Icons anzeigen. Das ist also gefiltert und zwar die von der Priorität her in diesem Ausschnitt wichtigsten 100. Also es gibt eine absolute Sortierung und dann die räumliche Eingrenzung und da wird dann eben da der Rank genommen vom Wikipedia-Artikel, der bestimmt, welche Icons angezeigt werden. Und dann alle anderen, die auch noch angezeigt werden wollen, die alle aus demselben GeoJSON-Datensatz kommen, mit etwa 5000 Einträgen, was nicht so viel ist. Alle anderen, die jetzt nicht als Icons dargestellt sind, werden als Dots, als Punkte dargestellt. Und aus Platzgründen, also aus kartografischen, ästhetischen Gründen. Und der Clou ist jetzt, dass noch kein Wiki, kein Bild geladen ist, kein Wikipedia-Artikel, nichts, sondern man kann auf das Icon klicken oder auf einen Punkt. Und das geht dann mit dem Punkt so, das ist ein Antipatent, das angemeldet wurde. Es mit JavaScript wird nach der violetten Farbe gesucht auf diesem Layer. Es gibt also ein Hintergrundlayer und es gibt einen Burgenlayer mit Transparenz und mit violetten Punkten. Und darüber gibt es die Icons, die eigentlich Vektor-Icons sind. Also gibt es ja die drei Ebenen. Und die zweite Ebene ist eben diese technisch raffinierte Kachelebene mit lauter transparenten Kacheln und einzelnen violetten Punkten drin. Wenn ich dann mit der Maus in die Nähe komme, wird JavaScript suchen nach violetten Punkten und dann einen Zeiger anzeigen. Und dann kann ich klicken, dann habe ich die Koordinate und dann passiert das wie beim Icon, wo ich draufklicke. Nämlich, es wird von OpenStreetMap der Wikidata-Eintrag verwendet. Also ohne diesen Wikidata-Eintrag keine Detailansicht. Also ohne diesen Wikidata-Eintrag bei OpenStreetMap und dann als JSON aufbereitet hier, gibt es keine Detailansicht. Wenn der Wikidata-Eintrag gefunden wird, dann wird als erstes aus Wikidata der Titel geholt und der deutschsprachige Wikipedia-Artikel plus das Image, plus das Bild. Und dann wird das Bild geladen aus Wikidata, es wird der Wikipedia-Artikel geladen aus Wikidata und es werden, der Titel habe ich schon gesagt. Das ist es, das ist die ganze Hexerei. Und soweit also zum Technischen, ganz technisch jetzt hier, es gibt zwei Backends, es gibt ein Backend, mit das gefüttert wird von einem GeoJSON, plus einer Priorisierung aus Wikidata. Und es gibt dann diese Kacheln mit den violetten Punkten und diese Features, diese 100, die Icons erzeugen. Und dann gibt es dann noch Get Feature Info, bei der man die Detailinformationen anholen kann. Es gibt ein zweites Backend, das regelmäßig das JSON auffrischt. Und dann gibt es eben das Frontend, das Wikidata lädt. Und dann Wikipedia plus Commons Bild. Das war es auch schon. Wie einige gehört haben, gibt es aktuell eine Burgendossier-Aktion, aber die Landingpage, die gibt es schon länger, seit 19 habe ich hier gezeigt. Das ist die Landingpage von Burgendossier, das Ganze ins Rollen gebracht hat. Und bei dem zum Beispiel eben auch der Schreibwettbewerb verlinkt ist, der noch bis 30. November geht. Es gibt dort verschiedene Tools, wo man nachgucken kann, wo gibt es fehlende Wikipedia-Artikel und fehlende Wikidata-Einträge, fehlende Fotos. Also gerade zum Beispiel die fehlende Fotos ist so eine interessante Liste. Es gibt auch eine eigene Karte, die ich aufbereitet habe, fehlende Burgenfotos in Wikimedia drin. Die jetzt nicht zu verwechseln ist mit der Burgendossierkarte. Nun zum Schluss gerade noch ein paar Tipps zum Eintragen von Fotos und Wikipedia-Artikel. Also ich höre immer wieder,
Man ist überrascht, dass es nicht so einfach geht, wie der Schreibwettbewerb suggeriert und ich auf meinen Tweets vielleicht. Aber trotzdem, es genügt vollständig, wenn man bei Wikimedia Commons ein eigenes Bild hochlädt. Der Rest machen entweder Einzelmännchen wie ich oder andere oder Automatismen. Was also dann noch nötig ist, das Hochladen sollte nicht so schwierig sein. Man sollte da die richtige Lizenz zum Foto beigeben. Und mit dem ist es aber noch nicht automatisch in Wikidata eingetragen. Das heißt, ich werde als erstes hingehen, gibt es einen Wikidata-Artikel dazu. Und wenn es einen gibt, dann tue ich das Image-Property dazu und verlinke das File mit dem Image-Property beim Wikidata-Artikel. Wenn es einen Artikel nicht gibt, dann sicher nicht gibt, dann eröffne ich ihn. Und da ist die Empfehlung, noch zu sagen, es ist ein Schloss und es ist in Rapperswil. Das sind so die minimalen zwei weiteren Properties plus die Koordinate. Dann das Bild. Und on top braucht es höchstens, muss aber nicht noch die Commons-Kategorie eintragen, was ich jetzt nicht weiter ausführe. Das erzeugt dann unter anderem weitere Bilder in der Burgendossierkarte. Das ist eigentlich schon der größte Stolperstein. Und dann geht es eine Stunde. Je nachdem, wenn der Wikidata-Artikel schon existiert in OpenStreetMap, dann ist das Bild sofort sichtbar, wenn es gefehlt hat vorhin. Wenn der ganze Wikidata-Artikel gefehlt hat, geht es eine Stunde, bis die Burgendossierkarte das gemerkt hat. Und dann wird auch der Wikidata-Artikel angezeigt und damit auch etwaige neue Wikipedia-Artikel. Und das Bild natürlich. Wikipedia-Artikel eintragen ist für mich jedenfalls ein größerer Challenge. Man muss wirklich schon sorgfältig arbeiten, schon beim ersten Mal, sonst werden einem gleich die Finger fast abgehackt. Ich hatte ein paar Mal, mein Ansatz ist, die deutsche Wikipedia zu vervollständigen und jeweils einen französisch- oder italienisch- oder englischsprachigen Artikel nach Deutsch zu übersetzen. Und die Unterschiede sind enorm zwischen den Wikipedias, was bei OpenStreetMap nicht anders ist eigentlich zwischen den Ländern. Aber es ist eben technisch enorm. Von dem her war ich überrascht. Bei OpenStreetMap gibt es schon auch unterschiedliche Tags zwischen den Ländern, leichte Unterschiede, aber dass es technisch so anders verlinkt und referenziert wird und getemplated wird bei Wikipedia-Artikel, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Also ich wollte damit die Angst nehmen, ein Bild hochzuladen und einen Wikidata-Artikel einzutragen, ein Statement einzutragen. Das ist, glaube ich, von meiner Seite das Wichtigste an dieser Stelle. Mal schauen, ob sich da auch schon Fragen... Nein, aber ich bin am Schluss. Man kann auch spontan natürlich gerne hier und jetzt und auch audioakustisch Fragen stellen. Ich möchte jetzt Markus das Wort bald übergeben. Sie können das im Chat stellen, Sie können das auch mit Audio stellen und ich möchte auch Markus die Verantwortung übergeben, die Aufzeichnung zu stoppen oder nicht. Das war von meiner Seite. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass es eben diesen Stammtisch gibt, der virtuell sein wird, bis auf Weiteres, der eigentlich in Zürich stattfinden sollte. Die ETH ist aber zu, so wie auch Campus Rapperswil. Und es gibt auch den Wikimedia-Kalender, es gibt Mapathons von Missing Maps, bei der man sehr mit offenen Armen empfangen wird, um einfache Edits zu machen in Ländern, bei denen Katastrophen geschehen sind, was gerade zurzeit passiert mit einem Tornado
in Amerika, Südamerika und so weiter. Meine Angaben sind hier und damit übergebe ich Markus. Wunderbar. Tausend Dank, Stefan. Ich würde sagen, ich stoppe die Aufnahme sofort, aber ich möchte noch kurz den Dank, zumindest einen Ausspruch mit drauf haben. Vielen Dank.